So, wir chillen jetzt gerade hier in der Wohnung und eine Freundin von mir, meine älteste Schwester, die hatte letztens Geburtstag und ich habe letztens das hier gefunden, einen zweiten Patrick und den hat sie geschenkt bekommen und gleich gehen wir jetzt los auf der Goa. Es regnet, es ist voll das scheiß Wetter, aber egal. Ich bin momentan noch nüchtern, habe aber vor, nachher mein zweites Mal Kita zu haben. Und ja, sie ist gerade mit Peter unterwegs, ist aber am Überlegen, auch noch mit Lucy unterwegs zu sein. Und ja, schauen wir mal, wie der Abend wird. Vorhin war ich auf dem CSD. Ich wollte eigentlich auch filmen. Aber ich habe meine Kamera vergessen. Aber ich habe noch so einen Regenbogen dabei. Hier sind lauter kleine Kröten auf dem Weg. Weil es so viel geregnet hat, ist hier ein scheiß fucking Flusslauf entstanden. Und wir müssen da jetzt durch. Also hier ist normalerweise kein Bach, aber es hat so viel geregnet, dass hier jetzt ein scheiß fucking Bach ist. Ah, das Wasser geht. Es ist schon kalt, aber es geht. Kommst du? Oh nein, ich habe mein ganzes T-Shirt nass gemacht. Sieht einfach gut die Schuhe aus und dann durch. Deine Hose wird nass werden. Beim letzten Mal, weil ich habe gehört, der Mann ist wirklich nur so niedrig dosiert, soll das wie so ein schöner Emma-Rausch sein. Ja. Möchtest du auch deine Eindrücke festhalten? Nicht? Ich habe deine erste Goa. Also meine SD-Schwester. Meine SD-Schwester hat heute ihre erste Goa und sie ist völlig geflasht. Und sie nickt, aber sie will nicht sprechen. Und ja, sie hat jetzt vor, keine Ahnung, 15 Minuten, 20 Minuten, keine Ahnung, Zeit ist ein bisschen mehr. 100 Mikrogramm 1K NSD auch genommen. Und wollte dann zuerst mich die ganze Zeit überreden, dass ich es auch nehme, damit wir auf derselben Substanz sind. Aber eigentlich will ich diese Nacht auf Keta feiern, deswegen, ja, schauen wir einfach mal. Ich weiß, ich habe schon auch, ich liebe halt einfach Psychedelika, ich finde die so toll. Ich hatte schon auch Lust drauf. Aber in letzter Zeit kamen halt bei mir immer wieder schwierige Sachen hoch. Und wenn man dann halt Psychedelika konsumiert, kann das alles halt auch hochkommen. Und weiß nicht, ich will das nur mit einem guten Bauchgefühl machen. Du leuchtest mich voll an. Also, es ist ungefähr eine Stunde vorbei. Kann ich sprechen, egal. Ja, zuerst habe ich mich einfach auf die Tanzfläche hingesetzt. Dass ich dann irgendwie jede Angst irgendwie zugelassen habe. Das heißt, ich habe gesagt, selbst wenn diese Angst jetzt recht hätte, ist es okay, wenn das passiert. Ich habe das alles irgendwie innerlich zugelassen. Und dann habe ich irgendwie angefangen, von selber hin und her zu wackeln. Das war voll lustig. Und bin dann irgendwann aufgestanden und habe angefangen zu tanzen. Und seitdem habe ich sofort den Impuls zu tanzen. Und keine Ahnung. Also ich bin gerade voll glücklich so, aber ich finde MDMA ist einfach irgendwie wärmer vom Gefühl. Also ich weiß nicht, aber es ist nice. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber das ist okay. Ich tanze allgemein voll gern so mit
Also wir gehen jetzt zurück, weil morgen ist mein erstes Captain Pain Konzert, da will ich auch fit sein. Deswegen, heute geht es nicht in ein bisschen die frühen Morgenstunden. Ja, ich habe jetzt so während dem Abend immer wieder so nachgelegt. Ich glaube insgesamt 3-mal. Und ich finde das Nachlegen ist halt auch voll schwierig so vom Dosieren, dass man da genau so die Menge erwischt, die dann irgendwie passt. Also ich war tatsächlich die erste Menge, die ich genommen habe, war die beste. Und in dieses Tanzen am Anfang bin ich tatsächlich so arg dann gar nicht mehr reingekommen, ja, wie das eben am Anfang vorhanden war. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Und mittlerweile werde ich tatsächlich sogar müde. Kann aber auch daran liegen, ja, ich war heute einfach viel unterwegs. Ich war ja auf dem CSD und keine Ahnung, bin da viel rumgerannt und so. Und ja, vielleicht habe ich es auch irgendwie, weiß nicht, vielleicht hätte ich es höher dosieren sollen gegen Ende, damit es konstant bleibt. Ich weiß es nicht. Also, ich finde, Ketamin ist halt einfach so eine Substanz, ja, die ziemlich schwer zu dosieren ist. Ich muss sagen, ich weiß nicht. Also, es gibt einfach andere Substanzen, die ich viel mehr mag. Also, ich bin ja allgemein ja voll der Fan von Psychedelika oder als PLSD. und ja, oder MDMA ist auch eine schöne Sache. Und ja, darauf tanze ich jetzt zum Beispiel viel lieber. Ich finde, es fühlt sich halt auch irgendwie viel schöner an. Ich weiß nicht, also. Keine Ahnung. Ketamin finde ich, also. Oh nein, voll die Schlammpfütze. Jetzt nicht so krass besonders. Vielleicht habe ich es falsch dosiert, ich weiß es nicht. Also, so wie ich es beim ersten Mal dosiert habe, war es echt gut. Aber das beim Nachlegen, keine Ahnung, ich fand es dann Stück für Stück immer weniger besonders, würde ich mal sagen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal machen werde. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ketamin ist vielleicht einfach nur überteuert, ich weiß nicht. Sorry für all die Leute, die Ketamin voll mögen, aber ich weiß nicht, ich glaube, richtiger Fan davon bin ich einfach nicht. Ja, ich freue mich dann morgen aufs Konzert, ich hoffe, das wird schön. Und ja, da schreit gerade jemand rum. So, es ist jetzt mittlerweile Mittag, ich habe vor 3 Stunden geschlafen, seitdem bin ich wieder wach. Davor war es echt so, dass ich körperlich so voll erschöpft war und keine Ahnung, also das ist normal, wenn man runterkommt vom Keta. Und ja, als ich wieder wach war, war mir kurz dann sogar schlecht, also habe ich aber auch im Internet gelesen, das kann tatsächlich dann auch vorkommen. Also man ist halt körperlich so voll erschöpft, aber das ist bei mir jetzt relativ schnell wieder weggegangen. Dadurch, dass ich jetzt auch nicht so viel konsumiert hatte. Also ich hatte jetzt die ganzen Melonenstücke relativ klein gehalten. Was gibt's noch zu sagen? Ja, also wenn man wirklich so diese Glücksgefühle haben will auf Keta, das ist verdammt schwer, da die richtige Dosis zu treffen. Habe ich so heute gelernt. Und es ist auf jeden Fall, weiß nicht, MDMA ist besser. Es ist nicht dasselbe, aber man kann halt auch wieder zu so einer Art kleinen Kind werden, finde ich. Und dann irgendwie so eine Art, ja, Strunz zum Rund auch mal albern. Also, ja, das ist schon ziemlich schön, aber man hat auf jeden Fall nicht dieselben Glücksgefühle wie auf MDMA. Aber ja, also es war trotzdem schön. Was ich noch sagen wollte ist, genau, man kann ja auch halluzinogene Wirkungen von der Substanz haben. Und ich kann tatsächlich nicht beurteilen, ob ich ein bisschen was davon hatte oder nicht. Weil ich habe ja relativ niedrig dosiert, allerdings reagiere ich stark auf Substanzen.
Und es war dann immer wieder so, keine Ahnung, auf der Goa waren halt so irgendwelche Lichter. Und ich habe dann auch manchmal angefangen, irgendwo irgendwelche Lichtflecken zu sehen. Das kann aber halt auch nur durch die Lichter ausgelöst sein. Einfach so von der Strahlung, die ins Auge kommt, dass dann irgendwie das Gehirn dann das irgendwo anders projiziert. Das kann ja auch nüchtern vorkommen. Und ich kann tatsächlich nicht sagen, ob das dann durch die Substanz kam oder ob das halt irgendwie nüchtern so vorgekommen ist, weil das halt auch wirklich einfach nur so passieren kann. Ja, deswegen habe ich keine Ahnung. Ja, und ich habe auch rausgefunden, also ich habe das Ganze jetzt, die Melonenstücke, oral konsumiert und mich in die Nase gestopft. Und beim oralen Konsum ist zwar der Vorteil, dass es weniger eklig ist, finde ich persönlich. Aber ja, ich habe gehört, dass die halluzinogene Wirkung dann weniger stark ist, als wenn man das Melonenstück sich in die Nase stopft. Das sollte ich mal so zeichnen, jemand mit einem Melonenstück in der Nase, das wäre echt lustig. Ja, so als T-Shirts-Druck auf dem Etsy-Shop oder so zu verkaufen, das wäre so lustig. Was ist mein Fazit? Ich weiß nicht, um so eine ganze Nacht feiern zu gehen, finde ich die Substanz tatsächlich nicht dafür geeignet. Also ich finde, weiß nicht, bei jedem Mal nachlegen war es im Prinzip weniger besonders. Und ich weiß nicht, also ich glaube, das ist tatsächlich auch eher was für zu Hause. Oder wenn man zum Beispiel mit Freunden irgendwo draußen in der Natur chillt. Oder um sich dann irgendwie so selber zu ergründen. Aber, weiß nicht, so eine richtige Partydroge ist das in meinen Augen tatsächlich nicht. Also, ja. Man wird halt irgendwann. Ich würde bei jedem Mal nachlegen, so immer sedierter. Und saß immer mehr rum und irgendwann lag ich tatsächlich im Gras rum. Weil ich dann einfach nur noch am Chillen war. Also am Anfang habe ich noch so getanzt und so und es wurde dann halt Stück für Stück immer weniger und ich wurde dann halt auch müde tatsächlich. Und deswegen finde ich einfach, das ist nicht unbedingt eine Partydroge. Also es benutzen zwar momentan viele die Substanz dafür, aber ich finde, das ist eher sowas für den Psychonauten zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich das noch ein drittes Mal konsumieren würde. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt ziemlich wenig konsumiert, also das würde schon noch gehen. Aber, keine Ahnung. Also mich würden tatsächlich auch ein bisschen höhere Dosen interessieren. Ich bin auch verdammt neugierig, wie sich so ein K-Hole anfühlt. Damit das Ganze nicht in so einen richtigen Horrortrip endet, muss man halt auch so diesen Kontrollverlust, was den Körper angeht, zulassen können. Und es kann ja zum Beispiel sein, dass man sich dann nicht mehr bewegen kann. Und damit muss man halt auf jeden Fall umgehen können. Und ich weiß nicht, ob ich momentan dafür bereit bin. Mich würde es einfach mal so interessieren, weil es ja eine komplett andere Bewusstseinsebene ist, wie sich das anfühlt. Aber es ist halt auf jeden Fall eine Sache, die auf jeden Fall ja nicht ungefährlich ist. Also das Ganze muss ich mir noch überlegen. Es kann sein, dass das hier irgendwann auf dem Kanal kommt. Es kann auch sein, dass das nicht kommt. Ich habe keine Ahnung. In 4 Stunden ist es das Captain Peng Konzert. Ich bin noch ein bisschen K.O. Aber ich habe mir jetzt extra einen Energy Drink aufgehoben. Dann werde ich es schon irgendwie schaffen. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal.